Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist schon so dunkel, wenn man nach Hause kommt. Wir haben erst kurz nach 5 und ich weiß nicht, wo ich das Intro filmen soll, weil es überall schon so dunkel ist. Aber ich glaube, die Lampe funktioniert hier gut. Dieses Video wird es, surprise, wieder um den Keller gehen. Denn ich habe mal wieder, Gott, das hört sich so dumm an, gefühlt mache ich es alle 2 Wochen, aufgeräumt, umgeräumt, sortiert. Und ein paar neue Sachen sind dazu gekommen, die zur Aufräumung, Sortierung, zur Sortierung beigeholfen haben. Wie sagt man das denn? Die mir die Sortierung einfacher gemacht haben. Und es sieht sehr gut aus. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei. Der erste Reifen hängt und die sind richtig cool. Wir hatten Schiss, dass die Wand schwarz wird, aber schaut mal, der steht sogar ab. Also 1A Produkt und natürlich direkt schwarze Finger. So, mal gucken, wie viel Platz wir jetzt kriegen, wenn alle 4 an der Wand hängen. Wow! Okay, wenn ich jetzt hier noch putze und das, den ganzen Scheiß loswerde und noch mal ein bisschen aufräume, dann sieht es echt top aus. Oh, wie schön. Cool. Sieht richtig professionell aus. So, wir haben jetzt die Fahrräder hier reingestellt und das Regal ein bisschen verrückt. Und jetzt muss ich hier mal das Chaos noch irgendwie beseitigen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das hier reinstellen möchte. Ja, muss ich mir mal überlegen, bevor ich anfange. Aber auf jeden Fall anders, als es jetzt dasteht. Paul versucht gerade noch was an dem Fahrrad zu ändern. Mir überlegt, die Sachen, die ich verkaufen möchte, direkt in den passenden Kartons zu verpacken. Denn die meisten Sachen verschicke ich eh und die Kartons muss ich dann eh aufbewahren. Und bevor ich die leeren Kartons und die Sachen aufbewahre, kann ich auch einfach den Mantel in der passenden Kiste aufbewahren. Ich schreibe mir beim Zettel und schreibe da drauf Mantel. Und dann, wenn jemand noch weitere Bilder haben möchte, kann ich einfach da rausholen. Oder wenn er es direkt kaufen möchte, kann ich es direkt verpacken. Mal gucken, wie klug es ist. Aber ich denke, es ist sehr klug. So, das sind jetzt alles diese verpackten Sachen. Das sind jetzt die Umschläge, die habe ich nicht beschriftet, weil da kann ich ja reingucken. Das Paket behalte ich noch, weil das so ein weihnachtliches Ding von der Post. Und das finde ich ganz hübsch, falls wir dieses Weihnachten noch irgendwas versenden wollen. Ja, das sind die Sachen, wo ich noch gerade dabei bin, sie zu verschenken. Das sind dann die ganzen Kartons und Verpackungsmaterialien, die gehen können. Das hier kommt in die Altkleidersammlung und die hier bringe ich mal meiner Schwester mit und frage sie auch mal, ob sie die haben möchte. Genauso wie die Sachen und auch meinen alten Schal, den ich gestrickt hatte. Habe ich jetzt nochmal umdisponiert. Soll ich nur noch gucken, wo ich das hier unterbringe? Vielleicht einfach
hier vorne vor dem Schuhschrank, weil das sind eh nur saisonale Schuhe und ja. Aber den Schuhschrank wollen wir nicht loswerden, weil davon haben wir den identischen oben und wer weiß, vielleicht haben wir ja mal wieder eine größere Wohnung, wo beide oben hinpassen und dann wäre das schade. Das mache ich jetzt mal klein und trage es raus. Dann sieht es hier direkt ordentlicher aus. Hat sich gereimt. Und den Pfand, den ich da aufgereiht habe, den nehmen wir jetzt auch schon mit, damit er endlich mal hier rauskommt. Ich habe jetzt ein bisschen off-camera gearbeitet, damit ich fertig werde und einen Podcast hören kann dazu. Ich habe jetzt den einen vollen Bierkasten, der da noch stand, in das Regal gestellt, weil ich die Sachen, die da standen, hier oben in den Schrank reingestellt habe. Und die Sachen ein bisschen zur Seite gerückt habe, damit nicht mehr so viel auf dem Boden rumliegt. Ja, das habe ich immer noch nicht sauber gemacht. Ich hatte noch keine Zeit. Beziehungsweise als ich hier gesaugt habe, wollte ich es mit dem Staubsauger nicht aufsaugen. Deshalb, ich werde mal noch den Handfeger holen. Die Sachen, die werde ich alle nächste Woche mitnehmen. Da besuche ich meine Familie. Die Sachen sind für Weihnachten. Die ignorieren wir jetzt mal. Ja, das ist noch ein Geschenk. Die Fahrräder stehen jetzt, wie gesagt, hier unten. Wir hatten auch noch das Regal rübergeschoben. Jetzt komme ich da auch gut dran. Dann die andere Seite. Also hier nochmal die Reifen. Sie hängen immer noch, sagen wir so. Sie sehen auch noch top aus. Hat sie nichts verrutscht. Das heißt, sie halten. Hier haben wir unseren gelben Sack und da unten den Putzeimer. Wie gesagt, den Schuhschrank. Hier noch die Sachen, die ich loswerden möchte. Verschenken, verkaufen, auch der Stuhl. Dann hier die Pakete. Ah, jetzt habe ich hier noch die Preise rausgesucht, damit ich schon mal so einen Anhaltspunkt habe. Ja, das hier ist Pfand. Das hier ist Altkleidersammlung. Das sind ihre Eierkartons, die Paul, glaube ich, gesammelt hatte für die Schallreduzierung in seinem Sportkeller. Und das hier ist die Pappe, die zum Wertstoffhof kommt. Und das hier sind die Samen, die ich ja mal aussortiert hatte. Und am Dienstag hat unsere Gemeinde länger offen. Und da werden wir das da abgeben, weil da gibt es so eine Saatgutbörse. Da werde ich die Tütchen abgeben. Und ja, dann auch noch den Pfand beim Einkaufsladen. Und ich würde sagen, ich gehe mal noch ein Stück weiter nach hinten. So sieht der Keller jetzt aus. Gut, jetzt habe ich hier die Lampe an, aber weil die Funzel reicht nicht so gut zum Ausleuchten. Ja, ich bin sehr erfolgreich gewesen. Es gibt dann sicher Ende des Jahres, wenn ich geschafft habe, alles loszuwerden, nochmal ein oder nächstes Jahr dann nochmal eine andere Version. Aber jetzt erstmal diese Version. Und ich würde sagen, ich denke, das Video ist lang genug mit den ganzen Zeitraffern. Bevor ich jetzt hier noch länger Ausreden finde, ich habe keine Zeit, mache ich das hier direkt mal weg. So schnell kann es gehen. Brauchen wir gar nicht viele Ausreden, Jana. Naja. Die Leinwand behalte ich, die mache ich nächstes Jahr dann fresh. Aber das wäre jetzt wär zu schade, die wegzuhauen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Dafür habe ich sie nicht selbst gezogen, wie sagt man da? Ja, aber das hier ist Restmüll, das nehme ich mit hoch, weil hier unten ist so ein geiler Sack. Jetzt bin ich aber fertig mit dem Keller. Endgültig. Ich weiß, es ging jetzt schon wieder um den Keller und ich habe nicht wirklich was aussortiert. Das habe ich eigentlich gemacht, nur rumgeräumt und Sachen eingelagert und ja, Sachen umsortiert. Aber gut, ein bisschen Pappe fliegt wieder raus, der Pfand fliegt raus, die, ja, ich werde immer noch Sachen los. Ich weiß nicht, was das für ein Video ist, aber mir hilft es immer, wenn ich sowas filme, damit ich dranbleibe und es auch in einer kürzeren Zeit schaffe. Ja, ich habe zwar jetzt wieder auch ein paar Sachen aussortiert, die ich gefunden habe, aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Video, denn der November ist noch nicht vorbei und ich habe in der Wohnung oben auch noch ein paar Sachen gefunden. Also, ich bin gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!